Wir sind eine kleine Gemeindebücherei im Herzen Bielefelds, haben 13.000 Medien ungefähr. Ich bin eine hauptamtliche Kraft und leite die Bücherei und dann gibt es noch einen ausgelagerten Arbeitsplatz und ansonsten ehrenamtliche Mitarbeiter mit und ohne Beeinträchtigungen. Wir können viele Leute gut beschäftigen. Wir geben uns auch immer sehr viel Mühe, die richtige Stelle für die richtige Person zu finden. Und bislang ist uns das eigentlich auch immer gut gelungen. Ja, wir sind hier also mit Plus Eintracht auf dem Gelände an der Königsbrücke. Wir spielen mit vielen Nationen hier in den unterschiedlichsten Mannschaften. Und wir haben uns also im Grunde dem Breiten, aber auch dem Leistungssport ein bisschen verschrieben. Eines Tages trafen wir Felix, der des Öfteren hier zum Sportplatz kam, der hier um die Ecke wohnt und der sich sehr stark daran interessierte, mitzumachen am Vereinsleben. Und daraufhin haben wir ihn dann also eingebunden, haben gesagt, okay Felix, du kannst Linienrichter machen, kannst diverse andere Dinge mithelfen zu machen. Also Linienrichter macht mir auch Spaß, die Schiedsrichter loben mich sogar immer nach dem Spiel, weil mir langweilig zu Hause wird, darum mache ich sowas hier ehrenamtlich. Und oft nach der Arbeit bin ich auch hier. Also die Mithilfe von Felix läuft ganz hervorragend, er fühlt sich sehr eingebunden bei uns, hat sehr viel Spaß an der Mitarbeit und wir überlegen auch, ihm also noch weitere Aufgaben zu übertragen. Also mir macht das Spaß, ich finde das hier richtig gut, hier alles so ehrenamtlich zu machen. Das Begegnungszentrum in der Priesallee ist eine Begegnungsstätte, in der sich verschiedenste Menschen treffen, Leute aus dem Stadtteil, Leute aber auch, die ambulant und stationär betreut werden. Das Ehrenamt hat sich hier gut entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben inzwischen 12 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die unterschiedlichste Angebote mitgestalten und unterstützen oder auch zum Teil selbst initiiert haben. Ich engagiere mich ehrenamtlich, da ich mich für den Ablauf im Begegnungszentrum interessiere und da ich neue Leute treffe. Ich hatte vorher nichts zu tun und jetzt komme ich unter Leute und das tut mir gut. Ich biete zusammen mit einer anderen ehrenamtlichen Mitarbeiterin einmal die Woche ein Kreativcafé an. Das bedeutet, wir basteln mit den Leuten oder werken mit den Leuten. Die Intention, ehrenamtlich zu arbeiten, war einfach, dass ich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gesucht habe. Es ist so, dass es zu meiner persönlichen Stabilität beigetragen hat. Also ich fühle mich psychisch ausgeglichener. Es macht einfach total Spaß, das Wissen, was man hat, also weiterzugeben. Ja, das ist einfach schön. Ja, ich bin in der neuen Schmiede im Projekt Gemeinsam engagiert, ehrenamtlich aktiv. Wir haben Plakate gestaltet für die Demonstration bei den europäischen Protesten zur Gleichstellung behinderter Menschen in Bielefeld. Dann machen wir jetzt ein Handbuch in leichter Sprache für Leute, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. In der Gruppe engagiere ich mich, weil es Spaß macht, ich dadurch selbstsicherer werde und ich sprudle in der Gruppe vor Ideen. Felix Braun ist seit mehreren Jahren hier ehrenamtlicher Mitarbeiter in der neuen Schmiede. Und seine Aufgabe besteht darin, dass er beim Einlass die Karten kontrolliert. Er ist da sehr gut im Kontakt mit den Besuchern, die in die neue Schmiede kommen. Das ist einfach eine wunderbare Unterstützung hier für uns in der Kulturarbeit.
Leonard hat mich vor 3 Jahren angesprochen, da habe ich sofort ja gesagt, ich mache das ehrenamtlich. Mir fällt gut, dann lerne ich die Künstler kennen, die aus anderen Städten extra schon neu in Schmiede kommen. Das macht mir sehr viel Spaß. Es ist ihm ganz wichtig, dabei zu sein und das ist ein wirklich wichtiger und guter Beitrag zur Inklusion.